In diesem Quick-Tip-Video reden wir über Head-Glitching bzw. neue Battlefield 4 Mechaniken und was man effektiv dagegen tun kann. Wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, ziehen Infanteristen, wenn sie getroffen werden, den Kopf weg. Das zeigen wir an diesen Beispielen. Das sieht jetzt erstmal nicht besonders dramatisch aus, hat aber durchaus eine nicht zu unterschätzende Relevanz, wenn der Infanterist eine gute Deckung benutzt, die ihm das sogenannte Head-Glitching erlaubt. Der Zusammenhang hier ist, dass die Kugeln nicht tatsächlich aus den Waffen verschossen werden, die ja hier durch diese Deckung völlig verdeckt sind, sondern immer aus den Augen verschossen werden. Schauen wir uns nun an, was passiert, wenn derselbe Infanterist, der hier diese Deckung verwendet, in den Kopf getroffen wird. Dann zieht er den Kopf weg und ist für einen Sekundenbruchteil quasi unverwundbar, da man ihn nicht treffen kann. Auf mittlere Distanzen müsste man also immer 3 Headshots hintereinander landen. Setzt man das übliche Schadensmodell der Assault Rifles voraus, beispielsweise Ace 23, die auf kurzer Distanz 25 Schaden macht, mit Schadensabfall bei Distanzen über 10 Meter, wären es also 3 Headshots, die man hier landen müsste. 2 Treffer kriegt man hier in der Regel rein, der dritte Schuss wird jedoch meistens weggeduckt und geht ins Leere. Auch mit Waffen mit sehr hoher Feuerrate hat man hier durchaus Schwierigkeiten, das zeigen wir hier am Beispiel der FAMAS. Unser Tipp in dieser Hinsicht ist ganz einfach, da man den dritten Headshot in der Regel nicht landen wird, lohnt es sich, die SCAR-H auszuprobieren. Diese hat ein anderes Schadensmodell als die meisten anderen Waffen im Spiel, nämlich 34 Schaden auf kurzer Distanz und 25 Schaden minimal. Hier muss man nur 2 Headshots landen und erhält somit immer einen sicheren Kill auf den Headglitcher. Dazu seht ihr im Hintergrund noch einige Beispiele, die zeigen, wie verhältnismäßig einfach es ist, mit der SCAR-H in dieser Hinsicht erfolgreich zu sein. Das dürfte dann auch der Grund sein, warum man die SCAR-H mittlerweile häufig in der AMS und allgemein im Competitive 5-on-5 sieht. Eine andere Möglichkeit, gegen Headglitcher vorzugehen, ist selbstverständlich eine Pump-Action-Shotgun mit Slug-Munition. Das funktioniert dann auch auf enorme Reichweiten. Nun ja. Wie immer, wir bedanken uns vielmals fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, dann verlinken wir hier auch zu unserem letzten Quick-Tip-Video sowie zu einer S-Raw-Montage von NixDK. Sehr sehenswert.